Hallo und herzlich willkommen zu eurem DJ. Heute kochen mit dem DJ Flammkuchen machen wir heute und nicht den Original Elsässer Flammkuchen, sondern wir machen heute Flammkuchen mit Gorgonzola-Käse, bisschen Rosmarin obendrauf und frischem Honig. Für den Flammkuchen benötigen wir einmal 200 Gramm Mehl, ein bisschen Öl, 125 Milliliter Wasser, bisschen Salz, 200 Gramm Creme Fraiche oder Creme Doublée, 200 Gramm Zwiebeln, 200 Gramm Käse. In dem Fall habe ich jetzt hier Gorgonzola-Käse. Man kann das natürlich auch mit Ziegenweichkäse oder einer Ziegenrolle machen. Ein bisschen Rosmarin und 2 Esslöffel Honig, um das Ganze zum Schluss abzurunden. Fangen wir nun mit dem ersten Schritt an. Dazu nehmen wir jetzt die Zwiebeln und schneiden sie in so halbe Ringe. Als nächstes, wenn die Zwiebeln alle geschnitten sind, nehmen wir uns den Käse vor. In dem Fall hier den Gorgonzola oder Ziegenweichkäse oder was ihr auch genommen habt. Und schneidet den in kleinere Stücken, sodass ihr den nachher gut auf dem Flammkuchen verteilen könnt. Kümmern wir uns nun um den Teig. Wir nehmen erstmal das Mehl, kippen das rein. Dann brauchen wir die 125 Milliliter Wasser und dann noch 2 Esslöffel Öl. Und das Ganze rühren wir jetzt zu einem Teig zusammen. Wenn der ein bisschen klebrig ist, gerne noch mehr Mehl hinzufügen, damit das nachher ein geschmeidiger Teig wird. Wenn der Teig nun einigermaßen durchgeknetet ist, nehmen wir jetzt einen Teelöffel mit Salz, ungefähr gestrichen voll, kippen den rein und mixen das Ganze dann weiter. Und aufpassen, nicht Teelöffel mit Esslöffel vermixen, denn sonst schmeckt das Essen nachher versalzen. Das ist mir nämlich auch schon mal passiert. Wenn wir den Teig nun ausgerollt haben, je nachdem welche Form ihr bevorzugt, ich bevorzuge hier das Krimskrams, dann könnt ihr jetzt Creme Fraiche benutzen und diese, wie auch bei dem Originalrezept, erstmal hier überall drauf verteilen. Fangen wir nun mit dem Belegen an und nehmen zuerst die Zwiebeln. Diese können wir jetzt hier schön auf dem ganzen Teig verteilen. Wenn die Zwiebeln drauf sind, verteilen wir den Käse. Ist der Käse nun drauf verteilt, nehmen wir jetzt das Rosmarin, also wer frisches Rosmarin hat, halt klein schneiden. Wer jetzt getrocknetes hat, muss aufpassen, da Rosmarin sehr gerne vorschmeckt, und das jetzt einfach überall ein bisschen drüber streuen. Und dann kommt das Ganze 15 bis 20 Minuten auf höchster Stufe in den Ofen, bis die Ränder goldbraun sind vom Teig und der Käse anfängt zu verlaufen. Wenn der Flammkuchen dann fertig ist, nehmen wir noch ein bisschen Honig und verteilen den oben drauf. Das gibt dem Ganzen noch ein bisschen den Kick. Und fertig ist der Flammkuchen.